Ja, natürlich freut man sich immer, wenn man spielt, aber ich habe ja auch schon gesagt, ich kenne meine Rolle beim FC Bayern und der Manu hat sich jetzt zurückgekämpft und da freue ich mich für ihn, weil es einfach ein langer Weg auch für ihn war. Und dann werden wir, wenn Manu am Wochenende dann spielen sollte, dann wird es dann auch, wird Manu ein gutes Comeback geben und da freue ich mich für ihn. Und dann werde ich mich natürlich auf die Bank setzen. Aber natürlich freut man sich über jedes Spiel, was man hat. Und es ist natürlich immer schade, wenn man dann wieder auf die Bank sitzt. Ja, ich glaube, das ist. Ist natürlich, hat Spaß gemacht. Es macht immer Spaß, wenn man Bälle hält, auf jeden Fall. Aber klar, wenn alle gegen eins sind, ist natürlich auch immer heiß. Und deswegen war wirklich eine brutale Stimmung. Also meine Ohren tun auch noch ein bisschen weh. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, zur Halbzeit war das Beste an unserem Spiel, dass es 1-1 steht. Also deswegen, da sind wir auch, ja, haben wir auch bewusst gesagt, dass wir jetzt da mehr machen müssen. Und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben wir das viel, viel besser gemacht. Und war auch ruhiger. Gala hat dann nicht mehr so ins Pressing gekommen und da haben wir es wirklich viel, viel besser gemacht. Das ist auch wichtig, wieder zu wachsen als Mannschaft und das haben wir wirklich gemacht heute mit dem Spiel, dass wir einfach ja, die Begebenheiten einfach mal getrotzt haben und einfach mal auch trotzdem solche Spiele gewonnen haben. Die hätten wir letztes Jahr, glaube ich, auch oft hergeschenkt.